NES-Freunde und NES-Freunden, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Gauntlet 2. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche und es ist mir eigentlich auch egal. Es ist schon mitten in der Nacht und ich nehme noch ein kleines Let's Play auf. So, schauen wir mal. Gauntlet 1 war ja ziemlich nice eigentlich. Mal schauen, wie Teil 2 so ist. Grafik ist ja, ein bisschen besser fast, könnte man sagen, ja. Was ist das? Aha, das sind die Treasures zum Einsammeln, oder was? Oder. So, naja, Hintergrundgeräusche gibt es jetzt nicht allzu viel, also Musik eher weniger. Oh, was ist das da? Ist das ein Spawner? Ja, scheint ein Spawner zu sein. Hier gibt es noch einen Schlüssel. Oh, hat sich nicht viel geändert am Spielprinzip. Und dann machen wir hier auf und machen hier alles platt. Immer schön platt machen, immer feste drauf. So, was ist da? Da ist auch noch ein Spawner. Den machen wir auch noch platt hier. Was ist das? Das kenne ich noch nicht. Ah, Geheimgang. Okay. Ah, Spawner wird platt gemacht. Schlüssel. Und platt machen, platt machen, platt machen. Alles immer schön platt machen hier. Ah, ja, ja, da hat mich einer erwischt. So, da. Was, schauen wir mal, Start bringt nichts, Select bringt auch nichts. Was bringt da? Weiß man nicht so genau. Oh. Die schießen auch, das ist natürlich nicht so gut. Was? Bum bum? Sagen die, was zu? Sagen die Gegner bum bum? Was zum Geier? Boah, das ist recht schwierig. Bumm. Ja, wenn ich getroffen werde, kann ich bumm. Boah. Aber die Sprachausgabe ist ja mal... Oh nein. Boah. Bumm, bumm. Ja, weil, was soll das heißen? Ja, versteht ihr auch Bum Bum? Exit to Level 6. Aha. Uah. Da kannst du ja ziemlich zu viel spielen. So hätte ich das zumindest verstanden. Auf dem Cover. Weiß nicht, ob es stimmt. Moment, da hinten ist noch was. Ich gehe noch nicht dabei. Hab ich noch Zeit? Haben wir noch Zeit? Ich glaube, wir haben noch genug Zeit. Schau mal, was das da für eine Platte ist, da, wenn ich da drauf trete. Was ist dann? Aha, da kann ich da auch noch aufmachen. Okay. War ich da oben? Oh, nein, da oben war ich noch nicht. Was ist das da? Was ist das? Da ist ein Spawner, den muss ich da killen. Das ist ein... Was ist das? Ich glaube, das ist ein Schweinsbraten. Ein guter alter Schweinsbraten. Der gibt schön viel Kraft. So, da. Okay, Exit zu Level 6. Tatsächlich, ich habe eine Abkürzung zu Level 6 hier. Okay. Oh, was war das? Wieso können die nicht einfach verschwinden? Aha. Ist das gut? Oder ist das... Das schaut nicht... Ich glaube, das soll man nicht einsammeln. Das... Ah, was ist da? Ah, es sind schaut aus wie ein Zombie. Wieso kann der nicht weggehen? Geht der nicht weg? Nein, der scheint nicht wegzugehen, okay. Ah, ich hab's leider nicht verstanden. Es ist Sprachausgabe, aber eine Sprachausgabe ist halt super schlecht zum Verstehen. Na, was ist das dafür, ne? Ja. Ja, super Sprachausgabe, aber ich verstehe es leider nicht. Oh, da reinsteigen ist nicht so gut. Okay, hab's geschnallt. Da gibt's noch einen Schlüssel. Gibt's einen Trank. Da gibt's ein Fragezeichen. Gutes altes Fragezeichen. Ah, das XXX. Ja, das war schlecht. Okay. XXX einsammeln ist nicht so gut. Hab's verstanden. Das da ist auch nicht so gut.
Okay, ich muss nur darauf achten, dass da kein Totenkopf drauf ist. Okay, ich hab's verstanden. Was sind diese Flauschibälle da? Die nerven ein bisschen. Aha, was heißt da? Der fliegt jetzt zurück. Aha, aber wie komme ich da rein? Aha. Einiges Spezielles habe ich da jetzt schon wieder eingesammelt. Aha. Also da muss ich aufpassen, dass ich mich mit dem Zeug jetzt nicht selber abschieße, glaube ich. Ist der für einer? Na, es ist schon deutlich komplexer geworden. Gefällt mir gut. Weil ich finde, der erste Teil war noch ein bisschen zu rudimentär. Aha, da ist das Exit und da ist noch was zum Essen. Und ich werde noch platt machen da vielleicht da. Wollbällchen, da weiß ich nicht, was ich mit denen machen soll. Kann der sich nicht einfach ein bisschen verzupfen, dass ich da durch kann? So, danke. So, da gibt es noch einen fetten Schweinsbraten. Und dann ab ins Exit. Exit, komm. Level 7. Gut, da hat es keine Abkürzung gegeben oder ich habe keine gefunden. Okay, wo bin ich da? Das einsammeln hier. Wow, ui, der schießt da durch, da einfach durch alles. Was soll denn das da hier? Hey, aus, au, Nein, wieso spawnt einer? Ah, das sind die Spawner-Dinger da. Nein, die sind echt gefährlich, die Dinger. Es reicht. Angriff ist die beste Verteidigung. Weiß nicht, ob es stimmt, aber. Alles platt machen. Nein, weg. Spawner weg, das auch weg. Aha, was ist das da? Ah, das habe ich jetzt freigelassen. Es blinkt mir ein bisschen zu sehr, manche Sachen, aber. Da gibt es einen Schlüssel. Den Gifttrank darf man natürlich nicht nehmen. Ja, das ist genau das, was ich im letzten Teil gesagt habe. Da habe ich gesagt, es gibt zu wenig Items und zu wenig Sachen. Und das genau das haben sie da jetzt eingebaut. Es ist wirklich perfekt. Ich mag diese Art von Spiel nicht. Das ist so ein Dungeon Crawler ist eigentlich nicht meins. Außer Enter the Gungeon, das finde ich ganz gut, wenn das wer kennt. Aber den Rest brauche ich von diesen Art von Spielen normal nicht. Aber dennoch sehe ich natürlich, dass das ein richtig gutes Game ist. Auch wenn diese Art von Spiel nicht unbedingt meins ist. Da ist das Exit. Ein normales Exit hat nicht gereicht. Das musste schon ein Exit sein. Ja, da ist es gerne ein Spawnpunkt da. Weg damit. Und weg. Da ist auch noch so ein Spawn-Chance. So, na. Darauf gehen. Aha. Das wegmachen. Ist das da? Was liegt da wieder rum? Weiß man nicht. Wieso können die da durchschießen? Finde ich nicht gut. Finde ich einfach nicht gut, dass sie das können. Den Drang hätte ich gebraucht. Das war nicht so gescheit, dass ich den jetzt zerschossen habe. Geh weg, böser Geist. Weg mit dir. Angreif. Ein bisschen Sound, warum haben sie keine Musik gemacht, verstehe ich nicht. Ein bisschen Musik hat da jetzt echt nicht geschadet. Was ist das? Hört sich gut an. Bringt das? Bringt mir das irgendwas? Also, ja, jede Menge Schlüsseln habe ich auf jeden Fall. Schlüsseln habe ich ohne Ende. So, die mache ich da auch noch platt. Okay, ich glaube, das war's. Ich habe nichts mehr da.
Alles eingesammelt im den Level. Gut, weiter geht's. Next Stage. Ah, Exit, Exit ist da unten. So. Macht Spaß. Ich hab Spaß. Weiß nicht, wie es euch geht. Mir macht Spaß. Da gibt's jetzt Musik. Aber warum sonst nicht? Verstehe ich nicht. Da gibt's jetzt was. Jetzt irgendeinen Special Shot habe ich jetzt. Das habe ich gerade noch gehört. Oh je. Es juckt meine Nase, ich bin mein Schnupfen noch, furchtbar. Wir hörten wahrscheinlich eh noch an meiner Stimme. Was ist das? Da kann man sich beamen. Ah, schnell wieder zurück, ich kenne mich nicht aus. Wo bin ich jetzt? Ah, da. Ah, das mit dem Beamen ist verwirrend ein bisschen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es das gibt, ist nur noch halb so schlimm. Oh, das schießt mich da ab. Tschüss. Spawner weg. So, da. Wie geht's da jetzt weiter? Muss ich wieder mich da weiter beamen? Nein! Schnell weg hier. Es ist super unpraktisch, was soll ich jetzt mit dem machen? Da kann ich nur eigentlich nur durch den durchgehen und hier ein Leben verlieren. Das ist eigentlich nicht so meins. Leben verlieren ist nicht so gut. Ich bin gegen Leben verlieren, weil ich lebe einfach verdammt gerne, auch im Videospielen. Und es hat jetzt gar nichts gebracht. Okay, ich habe mal gedacht, das wird jetzt irgendwas öffnen, aber hat es nicht. Dann geht es da weiter. Da. Was ist das? Aha, jetzt hätte ich irgendwas bekommen. Nein, nicht auf mich abschießen. Weg, weg, weg. Aha. Was sage ich jetzt? Was ist passiert jetzt? Orges. Irgendwie Alarm oder so ausgelöst? Oh oh. Nein, nein, weg, weg. So. Wo bin ich jetzt? Ah! Wie lange fliegt denn das hin und her? Nein, 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 da kommt schon her. Da kommt schon, Feiglinge. Fange ich das auf? Moment, ich muss mal kurz checken, fange ich das auf? Ja, es richtet mir anscheinend keinen Schaden an, glaube ich. Okay. Aha. Weiß nicht, was das soll. Es ist eine Art Alarmanlage, glaube ich. Aha, dann bin ich wieder da oben. Okay. Ja, das hatten wir schon. Da rein. Na, da komme ich wieder da im Kreis. Wie komme ich da jetzt weiter? Ich mag da eigentlich nicht. Ich bin da gefangen irgendwie. Ja, mein Leben ist running out. Das habe ich verstanden. Mir geht das Leben aus. Aber wir sind. Wie komme ich da jetzt weiter? Ich bin da irgendwie in eine Sackgasse geraten. Aha. Wenn ich da jetzt so gehe, was ist da? Aha, Moment mal. Bin da jetzt wieder irgendwie. Aha. Ist. Ah, ja. Okay. Und wie komme ich hier einfach zum Exit, Leute? Morpheus, ich brauche einen Exit. Beeil dich bitte. So jedenfalls nicht. Gut, 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 gut. Wie komme ich darüber? Da reingehe, komme ich da raus. Da reingehe, komme ich da raus. Wenn ich von da drüben da so reingehe, komme ich dann woanders hin? Passiert was anderes?
Nö, auch nicht. Wenn ich von so oben runter gehe, ist jetzt das gleiche. Wenn ich von der Seite... Aha, da komme ich dann da raus? Wieso das? Verstehe ich nicht. Wenn ich von da oben runter gehe... Es kommt irgendwie drauf an. Was? Es fühlt sich einfach irgendwo hin, glaube ich manchmal. Ich erkenne kein Schimmer. Manchmal beamst du mich. Was, jetzt beamst du mich von dir hier hin. Und von da beamst du mich wieder daher. Okay, ich raff's nicht. Weil es ist auch einfach schon zu spät am Abend. Möchte ich nicht ausschließen. Ja. Ich würde mal sagen, das war's, oder? Das war Gauntlet 2 am NES. Ist ein gutes Spiel. Auf jeden Fall mal besser als der erste Teil. Weil der erste Teil auch schon ganz interessant war. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Was? Ja, ich sterbe gleich. Jetzt, das lass ich mir. Acht. Ich lass mich noch sterben, oder? Na, ich bin. Ich wüsste, was A bringt. Ich kann den A-Knopf auch drücken, dann macht es irgendwie so ein komisches Dead-Geräusch. Okay, jetzt bin ich wohl Game Over geworden. Ah ja, Preis zu Beginn. Kann ich wieder neu starten? Supi. Ja, ich lasse das jetzt. Wenn man solche Dungeon-Crawler-Dinger mag, dann zugreifen. Wenn man sowas nicht so mag, so wie ich, dann eher nicht so. Nicht so meins. Dann eher nicht zuspielen. Ja, aber ansonsten gut gemacht, keine Frage. Vor allem deutliche Evolution zu Teil 1. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, sind wir schon wieder beim Schluss. Da unten abonnieren. Da drüben gibt es noch mehr zum Schauen. Dann Daumen hoch da lassen, da freue ich mich. Dann gibt es dann die Mundwinkel nach oben. Und oh Mann. Kommentare da lassen. Kommentare. Ja, welchen Teil findet ihr besser? Teil 1 oder Teil 2? Tja. Ciao, ciao.